So, guten Tag, Herr Schulze. Erstmal willkommen in der BRD. Möchten Sie etwas trinken? Nein, danke. Okay, fangen wir an. Was hat Sie denn zu der Flucht bewogen? Ich wohnte im Sperrgebiet und meine Freunde konnten mich einfach nicht besuchen kommen, weil sie keinen Passierschein bekommen haben. Ich wollte Bäcker werden, aber das ging nicht, weil im Sperrgebiet früh kein Bus fuhr. Und es gab auch noch so einen Grund, dass ich auch raus möchte, also nach Amerika. Aber es ging nur im Osten und es war sehr teuer. Ich fühlte mich sehr eingesperrt. Die wollten bestimmen, was ich mache. In Ordnung. Wie haben Sie denn das überhaupt mit der Flucht zugemacht? Also ich habe erstmal ein paar Soldaten in der Kneipe getroffen. Ich hatte sehr gute Kontakte zu denen und deshalb wusste ich die Wachzeiten, wie es ungefähr bei der Grenze aussah, wo die Minen waren, und das hat mir sehr geholfen. Ich habe dann eine Leiter einfach geklaut. Es scheint denen wohl nicht aufgefallen zu sein. Ich hatte ziemlich Angst gehabt, dass sie mich erwischen. Das haben sie jetzt aber nicht. Und dann bin ich über die Grenze. Ich bin so schnell wie möglich zum nächsten Ort gegangen und habe einfach am ersten Haus geklingelt. Da brannte Licht, ich dachte, da wäre jemand da. Dann kam so eine Frau raus. Ich habe ihr gesagt, ja, ich bin gerade geflohen, und sie hat mir erstmal Kaffee und etwas zum Essen gegeben. Genau, da haben wir sie dann ja auch später abgeholt. Ja, dann wären wir eigentlich erstmal durch. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner mit Ihnen noch mal reden wollen, aber wir wären fürs Erste fertig. Danke.